Aktienauswahl. Welche Aktien soll ich denn jetzt nun kaufen? Hallo, grüß dich, herzlich willkommen zu meinem Kanal Mission Millionär. Mein Name ist Thomas Klein und wir haben ja schon ein Video gedreht, wo wir kurz mal angeschnitten haben für Neulinge auch an der Börse, was der Unterschied ist zwischen dem Wert einer Aktie und dem aktuellen Kurs einer Aktie und dass die meistens nie wirklich gleich sind. Das heißt, der Kurs ist meistens immer ein bisschen drüber oder drunter oder sogar massiv. Beispiele hierfür sind gnadenlos abgestrafte Hype-Themen wie Beyond Meat. Ja, das ist ja die Aktie, da wo die unheimlich gehypt hat, also quasi Fleischersatz. Die ganzen Cannabis-Aktien, ich möchte hier gar keine Namen nennen, gar keine Werbung dafür machen. Ich finde es einfach unverantwortlich. Nur ganz kurz Cannabis. Ich war mal in der Sales-Agentur, habe ich mal gearbeitet. Dort gab es so einige Typen, meistens Männer, ja, die in regelmäßiger Form das so ähnliche Dinge konsumiert haben, ja. Und ich kann dir eins versprechen, dass wenn du das tust, ja, irgendwann mal deinen Arsch nicht mehr besonders flott hoch bekommst, ja. Du benebelst dich einfach nur. Also ich finde es einfach schlicht und ergreifend, das ist für mich eine Droge. Ja? Und genauso letztendlich auch wie zu starker Alkoholkonsum. Wie gesagt, also das Thema Cannabis, ich finde es eigentlich unverantwortlich, dass man das, ich weiß es nicht, jetzt da so einen großen Hype draus macht. Schlimm genug, dass man es legalisieren muss. Das ist die einzigste sozusagen Maßnahme, gegen die Illegalität vorzugehen, letztendlich ist, diese Dinge zu legalisieren, genauso wie bei starkem Alkoholkonsum. Ja, besser wird es dadurch nicht. Also man sollte sich mal die Statistiken anschauen, wie viele Leute draufgehen und einfach, was noch viel schlimmer ist als sterben, ist einfach, dass sie für die Gesellschaft einfach nutzlos sind, indem sie einfach abhängig sind. Und keine Produktivität mehr abgeben, ja, sondern nur nehmen, ja, was weiß ich woher, in Deutschland wahrscheinlich vom Sozialstaat. Also wie gesagt, ich habe viele, viele Fälle kennengelernt und selbst mein Onkel ist sehr früh gestorben, weil er aufgrund von Scheidungen dann in den überdurchschnittlichen Alkoholgenuss gekommen ist und letztendlich in meinem Alter oder sogar noch etwas jünger damals dann wegen Gehirnschlag gestorben ist, letztendlich eine Spätfolge aus dem überdimensionalen Alkoholgenuss. Ja. Das heißt, das sind alles Dinge, Alkoholfirmen, Tabakfirmen, Cannabisfirmen, noch schlimmer meiner Meinung nach. Also wenn du das regelmäßig nimmst, dann dümpelst du einfach nur noch so vor dich hin. Ja. Also wie sollst du dann noch irgendwas leisten in der Gesellschaft? Ja, sorry. Also, das ist mal kurz hier nur ein kurzer Ausflug, was meine Meinung betrifft zu diesen ganzen Themen. Und dann wird da diskutiert, naja, an der Börse, da haben moralische Themen keinen Platz. Ja, und hey, gerade an der Börse, denn an der Börse bist du genauso ein Konsument, hast eine Verantwortung, was du investierst, als wie wenn du in den Supermarkt gehst und irgendwelchen Kram kaufst, ja, wo irgendwelche Gifte drin sind oder irgendwelche genmanipulierten Sachen, die nicht in Ordnung sind. Ja, wir haben die Power, ja, also wir sind die Konsumenten und die Investoren und wir entscheiden, wo die Kohle hinfließt, ja, ganz einfach, also nur mal so viel dazu. Okay, sorry, ich muss jetzt einfach nochmal kurz loswerden, weil ich das einfach... Tja, und dann zu Recht werden halt die ganzen Idioten abgestraft, die halt dann in sowas rein investieren und dann eben die Kurse fallen. Andere Beispiele sind zum Beispiel E-Robot. Ja, habe ich leider ganz kurzzeitig auch mal eine Mini-Position gehabt, weil ich mich auch habe verführen lassen über irgendeinen Beitrag von irgendwo her, von irgendeinem Kanal, ja. Und habe ich dann auch relativ schnell wieder veräußert, mit ein bisschen Verlust, Gott sei Dank, weil die sind ja komplett abgestürzt. Ja, E-Robot ist auch so ein Vierlefanz, ja, also irgendwie so ein, ich bin zu faul, meinen Boden zu staubsaugen, ja, und also auch so ein Vierlefanz-Produkt, das halt so super leicht auch nachgebaut und nachgeahmt werden kann. Das heißt, die hatten auch ihren Hype,
dann haben es irgendwie 10.000, überspitzt gesagt, also 10 andere dann sozusagen nachgebaut, auf den Markt geschmissen und seitdem, tja, gehen halt dann letztendlich die Preise für die Dinger gehen halt in den Keller und entsprechend halt auch die Nachfrage und alles. Also ist jetzt auch nicht ein Thema, sondern ich wollte nur sagen, das sind so Hype-Themen, die keine, also du musst einfach bei der Auswahl von einer Aktie musst du letztendlich dir, also wenn du gute Kurse haben willst, langfristig, musst du dir eben auch gute Unternehmen anschauen. Und wie tust du das? Über gewisse Faktoren, Kennzahlen und so weiter. Manche Kennzahlen sind wichtiger wie andere und ich würde mal sagen, der allerwichtigste Kennzahl, und ich kann das sagen aus eigener Erfahrung, aus Erfahrung einiger Kunden, mit denen ich in meinem Leben zu tun hatte, aus Erfahrung von Firmen, für die ich gearbeitet habe, ja, in der Vergangenheit, wo ich viel mitbekommen habe, und das ist eben Cashflow, ja, operativer Cashflow. Wenn du da Probleme hast, dann ist es egal, was sonst noch ist, dann gehst du halt in die Knie, ja, dann sitzt du sofort wieder bei deinem Bankberater und bettelst um mehr Kohle, also quasi Kredite und so weiter, und wenn der halt letztendlich, tja, dann hängst du halt komplett von denen ab, und wenn der halt sagt, nee, ist nicht, dann hast du ein echtes Problem, ja. Obwohl vielleicht dein Laden soweit einigermaßen okay ist, dann musst du halt dicht machen. Genauso ist es halt auch im Kleinen wie im Großen, ja. Und was zum Beispiel auch im Kleinen, jetzt nur ganz kurzer Ausflug zum Thema Selbstständigkeit, viele unterschätzen, ist, dass wenn du halt einfach als Selbstständiger einen höheren Gewinn hast im Jahr, da reicht schon ein einziges Jahr, wenn du nur einmal höher, mehr Gewinn hast wie 60.000, 70.000, dann ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass du bilanzierst. Und das bedeutet nicht nur, dass du jetzt dann mehr Arbeit hast, ja, oder dir einen Steuerberater oder einen Buchhalter suchen musst, der für dich dann Bilanzen macht. Und ich habe von meinem 12. Lebensjahr an, war ich in so einer privaten Wirtschaftsschule und die haben mir das Zeug reingedrückt ohne Ende. Ist schon ein bisschen stupide Arbeit und sehr aufwendig und nervig, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, sobald du als Kleinunternehmer oder Selbstständiger oder Unternehmer wirst, eben diese Grenze überschritten hast und dann zur Bilanzierung verpflichtet bist und es nicht tust, wirst du bestraft. Wenn du es tust, zum Beispiel du hast viele außenstehende Forderungen, die zum Beispiel schlecht zahlende Kunden zum Beispiel, ja, was ja immer wieder vorkommen kann, dann musst du dafür trotzdem Steuern bezahlen, obwohl du das Geld noch gar nicht hast, weil es in der Bilanz dann eben als Forderung sozusagen gilt. Solange du keine Bilanzierung machen musst, musst du eben auch keine Steuern, musst nur für das Steuern zahlen, was du tatsächlich eingenommen hast, und das bricht auch vielen das Genick. Also nur kurzer Ausflug zum Thema Selbstständigkeit und Startup und so weiter, oder wenn du dich halt irgendwie selber was machen willst, ja, also quasi noch relativ klein bist, aber in die Selbstständigkeit gehst und dann über diese 60.000 Euro Gesetze, Regel, also quasi übertrittst und dann bilanzierungspflichtig wirst und so weiter. Also das sind aufpassen hier bitte auch, ja. Weil ich habe schon viele Firmen gesehen, die schon viele Mitarbeiter hatten, teilweise 50 oder so, ja. Und so eine fette Forderung, halt Forderungen gegenüber halt ihren Kunden auf der Bilanz und dafür Steuern zahlen mussten auch und alles, ja. Und letztendlich aber die Kunden alle so schlecht gezahlt haben, dass sie letztendlich fast pleite gegangen wären und Kredite aufnehmen mussten, um die Forderungen auszugleichen ständig, ja. Weil die teilweise ein Jahr gebraucht haben, bis dann ihre Rechnungen beglichen haben, die Kunden und so weiter. Also nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Wir reden jetzt hier schon von einer Firma, die weit über 1 Million Umsatz gemacht hat, ja. Also immerhin. Also das ist nochmal kurz hier als wichtigster Punkt auch für dich, wenn du jetzt dir eine Firma aussuchst, weil im Kleinen wie im Großen, die Regeln gelten ja letztendlich immer, das ist immer das gleiche Spiel, ja. Das heißt auch große Konzerne, die am Stockmarket sind, also am Aktienmarkt, musst du dir anschauen, okay, wie ist da der operative Cashflow? Haben die ganz viele Forderungen, ja, ich weiß nicht, VW gegenüber China, ja, wie zahlungsfähig ist dann China zum Beispiel, ja, also das wäre zum Beispiel ein Gedankengang. Ja, dann das nächste was wollte ich noch sagen? Der nächste ist einfach Gewinn, ja, also der Gewinn und das EBIT halt letztendlich ist Earnings Before Interest and Taxes, also das ist letztendlich, was du dir anschaust.
bevor das Ganze sozusagen versteuert wird und so weiter, weil das nämlich natürlich auch eine gute Kennzahl, vielleicht nicht so wichtig wie das Cashflow, aber gut, ist halt eine weitere Kennzahl. KGV, das kennt ja mittlerweile jeder, aber KGV ist halt sowas, das schaue ich mir zwar schon an, aber in vielen Fällen, wo halt einfach die Börsen jetzt sehr stark getrieben worden sind durch diese ganzen Quantitative Easings und so weiter, verlieren halt auch viele von diesen Kennzahlen halt ein bisschen ihre Bedeutung, ja. Was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist die Eigenkapitalquote. Das ist ganz einfach, weil desto mehr Eigenkapital du hast, desto höher ist in der Regel auch deine Bonität, ja. Es gibt da aber auch viele Ausnahmen, ja, also es ist halt einfach, wie zum Beispiel, ja, ich glaube, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, welche Eigenkapitalquote jetzt genau Tesla hat. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwelches Eigenkapital noch haben oder mittlerweile einfach nur ständig irgendwelche Kredite oder irgendwelche Investoren. Ja, was ich noch, also eine ganz wichtige Kennzahl meiner Meinung nach ist eben auch noch die Dividende. In welchem Zeitraum eine gewisse Aktie bereits Dividende ausschüttet und ob diese letztendlich stetig steigend ist. Also das heißt, es gibt immer mal wieder eine Dividendenerhöhung bei einer Aktie und wurde seitdem nie wieder gekürzt. Wie lange ist dieser Zeitraum? Ne? War das 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre oder noch länger, wie zum Beispiel irgendwie so Shell oder sowas, die waren irgendwie seit 40 Jahren, haben die nicht ein einziges Mal ihre Dividende gekürzt. Das ist halt in der Regel immer ein gutes Zeichen. Und dann in Kombination mit dem Kursverlauf, ja, also wenn jetzt so eine Aktie einigermaßen, ja, wie soll ich sagen, aufwärts läuft vom Kursverlauf her, in Kombination mit einer steigenden Dividende. Denn eine Dividende steigt ja sozusagen meistens auch bei denen, die relativ, also vom Kursverlauf relativ negativ verlaufen. Da gibt es auch einige Beispiele, wie zum Beispiel dieses Altria oder sowas. Ja, die haben jetzt irgendwie über 7% Dividendenrendite, aber sind halt vom Kurs her in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie stark um 200% gefallen oder sowas. Na, dann bringt mir die Dividende auch wenig. Also sollte mindestens ein leichter Aufwärtstrend sein, seitwärts bis leichter Aufwärtstrend. Meistens haben die Aktien, die einen sehr starken Aufwärtstrend haben, eben auch keine große Dividende, bis gar keine, weil sie halt logischerweise alles reinvestieren und dadurch eben mitunter dieser starke Kursaufwärtstrend zustande kommt. Das heißt, diese Kombination muss einigermaßen stimmen zwischen Kursverlauf und Dividendenausschüttungen und stetig steigenden. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Gazprom. Ja, die ist sehr lange seitwärts gelaufen, hat aber auch immer schon eine gute Dividende gezahlt von 5% oder sowas. Oder am Anfang weniger, 3-4%. Und dann hatten sie die einfach nochmal verdoppelt und ist gleichzeitig der Kurs auch in die Höhe gesprungen. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja. Da gibt es aber auch ganz viele Gründe noch, warum jetzt bei Gazprom letztendlich da jetzt ganz viele Leute plötzlich hinschauen. Dann mache ich nochmal ein extra Video drüber. Ich habe ja schon oben, verlinke ich nochmal, schon mal ein paar Videos letztes Jahr dazu gemacht. Ist auf jeden Fall auch eine Aktie, die man vielleicht langfristig auf die nächsten 5 bis 15 Jahre mal schauen sollte. Denn Gas wird ein ganz, ganz wichtiges Thema werden in der Zukunft. Und ich rede jetzt hier nicht unbedingt von, also ganz, ganz einfach dafür, also egal welche Krise da kommt, ja, nur ganz kurz Ausflug ins Thema Gas. Egal welche Krise da kommt, wir werden immer heizen. Ne? Also mal angenommen, Worst-Case-Szenario. Unser Geldsystem bricht komplett zusammen. Wirst du deshalb deine Heizung abdrehen und mit 0 Grad oder mit 10 Grad minus im Winter, na gut, unsere Winter sind nicht mehr so kalt, mit 10 Grad minus im Winter in deiner Wohnung sitzen, nur weil das Geldsystem zusammenbricht? Nein, du wirst trotzdem die Heizung aufmachen. Also. Und wir sind zum Beispiel Deutschland ist der größte Kunde und mitunter der größte Kunde in Europa von der Gazprom, hat wahrscheinlich mit dem Schröder zu tun und so weiter. Long story short, ich komme dann auch gleich noch zum letzten, also nochmal abschließend, was ich persönlich nochmal sagen würde, insgesamt zum Thema Aktienauswahl. Ja. Ja, jetzt bin ich, jetzt haben wir wieder verzettelt, verdammt. Achso, ja, okay. Also,
Dividende versus Kursverlauf. Dieses Spiel muss passen und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, wenn du deine Aktie aussuchst, ja. Okay, ja, also Cashflow war sehr wichtig, die anderen Dinge, KGV, EBIT und so weiter. Und dann letztendlich abschließend möchte ich nochmal ganz kurz eine ganz wichtige Sache sagen. Niemand da draußen, ja, kann in allen möglichen Bereichen so viel Expertise aufbauen, dass er wirklich fundierte und sinnvolle Investmententscheidungen treffen kann. Ja? Du kannst unmöglich irgendwie in 5 oder 10 verschiedenen Branchen gleichzeitig so viel Know-how aufbauen, dass du dir da sozusagen vernünftige Investmententscheidungen erarbeiten kannst, ja, bezüglich Aktien zum Beispiel. Da könntest du auch theoretisch gleich einen Schimpansen irgendwie die Aktie auswählen lassen in Branchen, wo du einfach nicht so viel Ahnung hast. Und da gibt es eine große sozusagen Community da draußen, also eine große Gruppe da draußen, auch von Experten und alles Mögliche und Tradern und so weiter und Analysten und erfolgreichen Leuten meinetwegen und so weiter, die sagen, die Chartanalyse, also es sind so Tools, ja, also, oder Regelwerke oder wissenschaftliche Errungenschaften wie die Chartanalyse, die, also das ist sozusagen was die Profis auch nutzen und wenn du es richtig beherrschst, das kannst du auf alles anwenden. Und ich würde einfach sagen, und ich sage das aus meiner eigenen Erfahrung, ja, ich habe das auch zumindest teilweise geglaubt eine lange Zeit, dass es nicht, mir persönlich genügt es nicht, zu sagen, ich lerne die Charttechnik und dann wende ich das auf alles an und dann habe ich quasi insgesamt mehr Gewinner als Verlierer am Jahresende. Das reicht mir nicht. Das heißt, ich wende auch Charttechnik und so weiter, behalte ich im Hinterkopf, ja, wende ich auch an, aber ich suche mir insgesamt nur Aktien aus, dann letztendlich in Branchen, wo ich auch wirklich selber Ahnung habe. Mindestens mal für ein Jahr in der Branche, wo ich selber drinnen gearbeitet habe, ja. Ich bin zum Beispiel schon 2003, 2004 mal von Raffinerie zu Raffinerie gefahren, habe dort irgendwelche Software verkauft und so weiter. Also das ist schon sehr lange her. Aus meiner Familie kommen einige aus der Energiebranche, ja, deswegen war schon mein ganzes Leben lang Energie immer wieder ein Thema. Ich komme aus der IT-Branche, habe dort lange viel zu tun gehabt und so weiter. Das heißt, da gibt es eine ganz, ganz große Möglichkeiten in diesen Branchen, wo ich eben Tiefenkenntnisse habe teilweise. Und hier kann ich eine ganz andere, in Kombination vielleicht mit der Charttechnik, ganz andere fundamental viel sinnvollere und es läuft auch wirklich dann auch besser, wenn du es so machst, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Entscheidungen treffen, als wenn du sagst, naja, ich lerne die Charttechnik und wende es auf alle möglichen Aktien. Am besten lasse ich noch irgendwie so eine Signalsoftware laufen, ja, und jedes Mal, wenn die mir irgendwie ein Signal rüberschmeißt, dann investiere ich da. Du stehst einfach nicht so stark dahinter, hinter deinen Investments, wenn du das über eine Signalsoftware machst oder sowas, auch wenn es da viele gibt, die gut dran verdienen, sowas zu verkaufen oder so. Weil wenn du jetzt dir eine Aktie wirklich so anschaust, dass du sagst, hey, mit der habe ich sogar schon mal, mit der Firma, die kenne ich sogar, da habe ich schon mal mitgearbeitet mit den Produkten und so weiter. Ich habe Tiefenkenntnisse in der Branche und nehme dann noch irgendwie Charttechnik mit rein und nehme dann noch Kennzahlen mit rein, ja, dann hast du eine ganz andere, dann stehst du ganz anders hinter deiner Investmententscheidung, als wenn du einfach nur eins von diesen Dingen hernimmst, ja, und ziehst es auch dann viel besser und professioneller durch, ja, deine Entscheidung. Das wollte ich abschließend nochmal sagen zum ganzen Thema Aktienauswahl und welche Aktien soll ich am besten kaufen. Es muss wirklich sozusagen diese Kombination sein, ja, aus Charttechnik, aus KPIs, also Key Performance Indicators, also Kennzahlen und eigenes Wissen, das du schon mitbringst in einer bestimmten Branche oder zwei bestimmten, je nachdem, Branchen, dann letztendlich hast du auch eine gute Chance, langfristig immer wieder auf der Gewinnerseite zu sein, meiner Meinung nach. Und deswegen gibt es auch nicht sowas wie so allgemeine Rezepte. Ja, glaube ich nicht mehr dran, sorry. Hat für mich nie besonders gut funktioniert.
ja, rein über irgendwelche Charttechniken, rein über irgendwelche Tools und so weiter meine Entscheidungen zu fällen. Und dann hast du halt immer so viel Gewinner, so viel Verlierer und am Strich hast du dann auch nichts Besonderes dabei gewonnen und du weißt am Ende auch gar nicht genau warum. Okay, das soll es gewesen sein bei dieses Video zum Thema, welche Aktien kaufen, Aktienauswahl und so weiter. Was spielt da für eine Rolle, wenn du, besonders wenn du auch Neuling bist, ein Einsteiger. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen weiterhelfen. Wenn das Video gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen hoch. Ansonsten siehst du hier oben die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Und hier siehst du schon das nächste Video. Kannst du dir auch gleich anschauen oder eben für später reservieren, bookmarken. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video eben wiedersehen. Ich wünsche dir viel Erfolg soweit und eine schöne Zeit bis zum neues Jahr. Wünsche ich dir auch schon mal vorweg, wenn wir uns dann nicht mehr hören, 2020. Und das wird ein interessantes Jahr. Und ja, guten Rutsch. Daumen hoch nochmal und bis dann. Tschüss, dein Thomas Klein.